Früher kannte jeder jemanden, der Kinderlähmung hatte. Damals sind die Menschen an Typhus und Pocken gestorben. Durch Impfungen sind dann Gott sei Dank diese Krankheiten verschwunden. Und jetzt Corona. Meinen Enkel habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt. Deshalb lasse ich mich impfen. Mit einem kleinen Pieks holen wir uns unser Leben wieder zurück. Deutschland krempelt die Ärmel hoch für die Corona-Schutzimpfung. Deutschland ist richtig Hurerei geworden. Guck dir mal an, was da drüben in Joe Rogans Podcast geredet wird, Bruder. In dem letzten mit Tim Dillon, glaube ich, in dem Podcast. Ey, Alter, was haben die Corona-Sache auseinander zerfetzt, Alter, Digga. Aber sowas von, ey, die haben da Sachen gesprochen. Ich würde mich so kontrovers und so rebellisch, wie ich bin, hier in Deutschland, das nicht trauen zu sagen. Kein Spaß, ja? Ist auch teilweise gar nicht vielleicht auch meine Meinung. Darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass die sich erlauben dürfen, wofür ich hier verbrannt würde, Hexenjagd. Die Leute denken, das ist global. Dicker, das ist Deutschland, das ist Australien, das ist vielleicht Costa Rica. Verstehst du, was ich meine? Und dann gibt es ein paar Bundesstaaten, Kalifornien. Das war es, Mann. Die ganze Welt, Alter, die ist, Alter, viel weiter als ihr. Deutschland ist ein richtiges Neandertal geworden. Weißt du, ihr geht mir einfach auf den Sack. Ihr geht mir auf den Sack mit eurer Sacklosigkeit und mit eurem Unverständnis dafür, was für Tragödien gerade stattfinden, weißt du, die dadurch dann halt da auch quasi dann in Stand gehalten werden. Es gibt eine Menge Leute, die gehen den Bach runter, dadurch, dass ihr euch nicht traut, euer Maul aufzumachen. Und für jeden da draußen von euch, der sich diese 20.000, 30.000, Alter, in die Tasche gesteckt hat, um vor der Kamera zu lügen, Alter, weißt du, was ich meine? Ihr seid das Niedrigste von allem, das müsst ihr einfach wissen. Und diese Geschichte, die wird irgendwann erzählt werden. Diese Geschichte, die wird nicht so enden, ich bin mir hundertprozentig sicher. Diese Geschichte wird irgendwann erzählt werden, sodass man zurückblickt und guckt, wer waren die, die ihren Arsch verkauft haben? Und wer waren die, die im Sturm gerade gestanden haben? Also man hinterfragt, und das haben ja die Leute, die Verschwörungstheoretiker sind, haben das ja auch ganz oft. Die sind total kritisch, aber bei den Quellen, die ihnen gerade in ihren Kram passen, teilweise irgendwie zusammengepflegt aus tausend anderen Quellen, sind sie halt total unkritisch. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, wo das herkommt? Das ist ein psychologisches Phänomen. Da habe ich was zu gelesen. Da hat sogar ein Wissenschaftler dazu gesagt, er meinte, man tendiert einfach dazu, und das macht man auch unterbewusst, die Information, die einem das Ergebnis gibt, was man sich erhofft, was rauskommt, die nimmt man für bare Münze, und alles andere versucht man auszublenden. So, ne? Und das ist ja bei diesem Corona-Thema genauso. Ne? Also, und ich habe in meinem Umfeld auch Menschen, ich habe auch Corona-Leugner. Ich sage auch, ich gehe nicht hin und sage pauschal, alles ist falsch. Alles, was gesagt wird oder alles, was irgendjemand recherchiert hat, ist nur Blödsinn und nur Verschwörungstheorie. Aber wenn man mal hingeht und in dem Moment, wo es einfach total reißerisch wird und total einfach, dann musst du mit einem gesunden Menschenverstand musst du sagen, Dicker, solange ich das nicht recherchiert habe, darf ich niemals losgehen und diesen Müll nochmal wiederholen, weil man dann einfach, am Ende steht man dann als Dummer da, so, weißt du, weil dann kommt jemand und der sagt, du, hier, 1, 2, 3 und widerlegt es oder belegt es, und dann sagst du, ach scheiße, ich habe ehrlich gesagt mir nur diese 5 Minuten reingezogen. Am Ende steht man dann als Dummer da, so, weißt du, weil dann kommt jemand und der sagt, du, hier, 1, 2, 3 und widerlegt es oder belegt es, und dann sagst du, ach scheiße, ich habe ehrlich gesagt mir nur diese 5 Minuten reingezogen. Wenn man Menschen trifft, die einem sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil, kommen teilweise die abstrusesten Argumente zustande. Ich persönlich, ich bin in vielen Bereichen geimpft worden als Kind, und viele Menschen von uns auch. Uns geht es allen gut, wir haben keine Langzeitwirkung gehabt. Ich finde, das ist immer so ein Argument, man weiß, was in 10 Jahren mit mir passiert, wenn ich mich heute impfen lasse. Ich finde, dass der Micky in einem Punkt recht hat, was er eben sagte, meine Freiheit endet da, wo die der Gesellschaft beginnt. Und ich muss solidarisch sein mit anderen Menschen. Das finde ich, trifft auf alle Leute zu. Es gab echt einige Leute, die mir geschrieben haben, ich wäre jetzt oder ich hätte von unserer Bundeskanzlerin Frau Merkel Geld bekommen, dass ich behaupte, ich wäre jetzt positiv getestet und ich würde jetzt irgendwie dafür ein fettes Honorar kassieren. Das, was bei mir momentan bleibt, ist natürlich der nächste Schritt, nämlich alle Menschen nochmal aufzurufen, sich impfen zu lassen.
Denn das ist einfach der einzige Weg raus jetzt aus diesem Ding und zurück zur Normalität für alle. Und ich kann dieses Festhalten auch gerade von Impfgegnern sehr schwer nachvollziehen. Es gibt einfach ein paar Regeln. Ich habe das auch zum Beispiel mit dem Rauchen jetzt in letzter Zeit verglichen. Ein Raucher, jemand, der gerne raucht, das ist seine eigene Möglichkeit, dass er es macht. Aber er kann nicht in ein Restaurant gehen und einfach sich eine Zigarette anzünden und sagen, so, ich möchte hier aber rauchen, das ist mein Freiheitsrecht. Auch alle Verschwörungstheoretiker, alle Aluhüte und wie ihr euch alle nennt und alle Querdenker und so dieser ganze Quatsch, bleibt alle gesund, ja, damit ihr auch noch viele Jahre eure sehr komische Meinung auch weiterhin verbreiten könnt. Ich weiß nicht, ich verstehe einfach nicht die Leute, die jetzt noch irgendwie immer noch hadern und zaudern, und ich finde den Gedanken absurd, dass es in Deutschland mittlerweile so viele Impfdosen gibt, die rumliegen und die verfallen. Ich kann nur appellieren an euch alle, dass ihr rausgeht und euch diese Impfung holt und jeden, den ihr kennt, überredet, der es noch nicht getan hat. Und genau solche Regeln werden früher oder später für Leute kommen, die nicht geimpft sind. Die können einfach nicht erwarten, dass sie alles genauso machen können, nur einfach, um es machen zu wollen. Funktioniert einfach nicht, gehört einfach gesellschaftlich mit dazu. Leute, labert nicht so eine Scheiße, Alter, ohne Witz. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht und für mich diese Entscheidung getroffen. Meine Familie und ich, wir werden uns impfen lassen, in jedem Fall. Dann können Sie sich zwar nicht impfen, aber Sie müssen einfach mit Einschränkungen rechnen. Das ist ja eine Impfpflicht durch die Hintertür. Ich habe auch mit der Impfpflicht durch die Vordertür kein Problem, ehrlich gesagt. Weil, du würdest die Impfpflicht machen? Naja, ich meine, ich, wenn es das Einzige ist, muss man in irgendeiner Art und Weise, sie kommt ja so oder so. Also ich meine, ich zum Beispiel als jemand, der auch auf Veranstaltungen und so sein möchte und wir wollen irgendwie die Normalität wieder haben, dann muss das an irgendeinem gewissen Zeitpunkt kommen. Ja, also ich bin mit AstraZeneca geimpft und beim ersten Mal hatte ich am nächsten Tag ein bisschen Kopfschmerzen. Die sind dann aber im Laufe des Tages weggegangen und beim zweiten Mal hatte ich gar nichts mehr. Ja, es ist alles fürchterlich und ihr habt kein Leben mehr und euer Grundgesetz wurde ausgehebelt und all diesen Bullshit, den ich hier schon seit Wochen und Monaten höre, ich kann es ja gar nicht mehr ertragen. Also ich bin der Meinung, wir werden das in den Griff kriegen. Es gab schlimmere Krisen, die Menschheit überstanden hat, und wir werden auch das überstehen. Und haltet einfach zusammen, seid tapfer und lasst euch impfen. Take care of your close ones. Play your part and protect your community. Get vaccinated, I think it's a sensible thing to do. Please do your bit. Sind petite chose. So, che fa una grande differenza. Eine Sache wollte ich noch erzählen. Ich wurde heute geboostert. Ich habe meine Boosterimpfung heute bekommen. Liebe Grüße an Dr. Carsten. We're finding our way back to things we love, but COVID has not gone away. We need to be on this together, and we need to be all in the same boat. Hopefully it is one step closer to reducing the risk. So I just, you know, encourage everybody to get it. So we can all move forward. Also meine Freunde, ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag. Stopp, noch nicht auf Stopp drücken, ich bin noch nicht fertig. Mann. Du musst deinen Ellbogen noch weiter stützen. An dieser Stelle wünsche ich euch alles, alles Gute. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, die Situation entspannt sich. Und ich hoffe auch, dass wir weiter im Impffortschritt voranschreiten werden. Please do get the vaccine. Restez prudent et protégez-vous. Play your part and protect the community. Keep around you safe. Y en verdad, cada que podamos tener la oportunidad de vacunarnos, por favor, hay que hacerlo. Let's keep ourselves safe. Take a vaccine. I have had my vaccine. Actually, I did my booster. Do your bit, please. Aber Leute, es ist vernünftig, macht das. Wir warten auch auf unseren Termin. Und nein, ich bin nicht von der Bundesregierung bezahlt. Und ich möchte auch nicht, dass ihr alle irgendwie zwangssterilisiert werdet und so. Ich schwöre auf meine Mutter, diese ganzen Aluhut-behinderten Idioten, ich schwör's euch. Für jeden da draußen von euch, der sich diese 20.000, 30.000, Alter, in die Tasche gesteckt hat, um vor der Kamera zu lügen, Alter, weißt du, was ich meine? Ihr seid das Niedrigste von allem. Das müsst ihr einfach wissen. Und diese Geschichte, die wird irgendwann erzählt werden. Diese Geschichte, die wird nicht so enden. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Diese Geschichte wird irgendwann erzählt werden, sodass man zurückblickt und guckt, wer waren die, die ihren Arsch verkauft haben? Und wer waren die, die im Sturm gerade gestanden haben? Und die, die ihren Arsch verkauft haben, die werden bis ans Ende der Tage, werden die damit leben müssen. Thank you.
Ich bin wie 2,5 Millionen andere Deutsche auch an Covid-19 erkrankt. Habe auf einmal gemerkt, ich kriege Kopfschmerzen, ich habe Gliederschmerzen, mir geht es irgendwie nicht so gut. Dann habe ich sogar einen Schnelltest gemacht. Der war allerdings negativ, alles in Ordnung. Und am nächsten Tag dann aber irgendwie noch schlechter. Und dann habe ich einen PCR-Test gemacht. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass ich infiziert bin. Ja, ich werde selbstverständlich dabei bleiben. Für alle, die noch der Hinweis, weil momentan eine Kampagne, eine Influencer-Kampagne der Bundesregierung läuft, dass man sich impfen lassen soll. Da werde ich also die nächsten Tage auch jeweils zu sehen sein. Und manche Leute sehen mich dann mit so einem Pflaster hier oben drauf und sagen dann, ach, der ist geimpft und dann hat er Corona bekommen. Nein. Weil es bei mir vom Alter her noch nicht so ganz reicht, ja, das ist das Plakat, wird es so sein, ich werde erst dann geimpft, wenn ich dran bin, weiß noch nicht, wann das ist, aber ich will damit sagen, ich lasse mich auf jeden Fall impfen und egal auch mit welchem Impfstoff, weil einfach das Risiko zu erkranken ist ja für meine Begriffe viel bedeutender als das Risiko, dass es da irgendwelche Nebenwirkungen beim Impfen gibt. Also ich lasse dann eine entsprechende Zeit vergehen, bis das bei mir auch eben alles fertig ist, aber ich impfe mich und möchte einfach dafür werben, dass das so viele wie möglich auch tun, denn dann kommt wirklich ein Licht am Ende des Tunnels. Den schließen wir uns ohne Wenn und Aber an.